Wem folgst du? Ja, ich sage was. 1, 2, 3. Ist das jetzt der Ton zu hören? Nochmal von vorne. Gut. Leider hat es gerade eine kleine Unterbrechung gegeben. Ich hoffe, dass das jetzt problemlos weitergeht. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ja, wir feiern hier in der Freien Evangelischen Gemeinde ohne Zuschauer, leider auch nur im Internet, aber auch mindestens, wenigstens auch im Internet. Das ist eine große Chance. Wir setzen heute die Themenreihe fort. Wem folgst du? Das ist eine Themenreihe mit mehreren Gottesdiensten. Und wir haben ja schon so ein paar Ideen gekriegt, wem man so alles folgen kann, eben in dem Trailer. Instagram und allen möglichen Gurus und, weiß ich nicht, Stars auf Bühnen und Ähnlichem. Ja, und wo führt uns dann das hin, wenn wir da jemandem folgen? Was ist das Ziel? Ist das das Ziel, was ich verfolge, was ich gut finde? Und wenn es vielleicht nicht das Ziel ist, was ich mir vorgestellt habe, aber wenn ich jemandem folge, hat er das Ziel, das für mich gut ist. Und wir als Christen folgen Jesus und das ist ein Ziel, dem können wir vertrauen. Und dazu werden wir heute im Gottesdienst einiges von Gabriel hören. Er wird die Predigt zu diesem Thema halten. Unterwegs, wohin? Wohin mit Jesus? Ich freue mich auf die Predigt und ja, meine Frau Dagmar und ich dürfen hier durchleiten. Und du darfst weitermachen. Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst hier. Schön, dass ihr dabei seid. Da freuen wir uns, dass wir bei euch zu Hause zu Gast sein dürfen, wo immer ihr seid, ob jetzt im Wohnzimmer oder in der Küche beim Frühstück oder vielleicht noch im Bett, im Schlafanzug, wo auch immer. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Gott ist jetzt hier bei uns mittendrin und auch bei euch zu Hause, da wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Ihr seid dabei und Gott ist bei uns. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass Gott uns nahe kommt, dass Gott zu uns spricht, dass wir seine Nähe spüren und dass er uns was mitgeben kann für unser Leben mit ihm auf dem Weg. Ja, wir feiern auch diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der alles geschaffen hat und der uns unendlich liebt. Und im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und damit den Weg freigemacht hat zum Vater. Und im Namen des Heiligen Geistes, der die Kraft und die Liebe Gottes in uns ist und der uns bezeugt, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Amen. Amen.
Ich möchte mit uns beten und ja, wer mag, darf zu Hause aufstehen oder wo immer ihr gerade seid. Vater, hab Dank für diese Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Ja, dass wir wirklich feiern können, dass wir dich anbeten können in diesem Gottesdienst, Herr. Du bist der Stärkste, auch in all diesen Unwägbarkeiten, in diesen unangenehmen Situationen heutzutage. Aber wir dürfen trotzdem feiern und können diesen Gottesdienst sogar in die Wohnzimmer bringen, Herr. In die Situation, wo jeder sich gerade befindet. Und ich bitte dich, dass du durch Gabriel, durch diesen Gottesdienst, dass ja in jedem wächst, diesen Wunsch, mit den Weg mit dir zu gehen, Herr. Darum bitte ich dich und ich bitte dich, segne du das Team, alle, die hier etwas tun und segne jeden Einzelnen zu Hause, der ja diesen Gottesdienst verfolgt. Amen. Ja, wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben, in der wir ganz bewusst Gott in den Mittelpunkt stellen, wo wir ihn anbeten und loben und preisen mit Liedern. Das Musikteam wird uns darin leiten. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen mit dir vor den Thron Gottes treten. Wir wollen Gott anbeten, Gott loben. Vielleicht fällt dir das Messer jetzt mal kurz aus der Hand, du stellst deine Kaffeetasse ab und du machst deine Augen zu und denkst, hier sieht mich keiner, heute Morgen kann ich mich vor Gott stellen, kann vor meinem Fernseher mit uns gemeinsam singen. Stell dir vor, du bist bei uns hier im Saal und sing mit uns Herr der ganzen Schöpfung. Lass uns Gott loben. Halleluja. Ganzen Schöpfung, du spannst den Himmel weit, dein Licht erfüllt das Universum, du regierst in Herrlichkeit, deine Größe erfüllt das ganze All, du bist heilig, heilig. Und klein von dir ist selbst der Sternezahn. Du bist heilig, heilig. Du beherrschst alle Welt. Du beherrschst alle Welt. Schon am frühen Morgen freue ich mich an deinem Licht. Und später, wenn die Nacht hereinbricht, weiß ich, du verlässt mich nicht. Deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist heil. Klein vor dir ist selbst der Sternezahn. Du bist heilig, heilig. Du beherrschst alle Welt. Du beherrschst alle Welt. Halleluja! Halleluja, wir heben. Das ganze All. Du bist heilig, heilig. Und klein vor dir ist selbst der Sternezahl. Du bist heilig, du bist heilig, heilig. Deine Größe erfüllt das ganze All.
Welt. Du beherrschst alle Welt. König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich im Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht. Und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Als Löwe und als Lamm. So groß, so groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihm preisen wir, so groß ist der Herr. Sein Name, sein Name. Ich lese uns aus Psalm 145, die Verse 1 bis 9. Ein Lobgesang Davids. Du, mein Gott und König, dich will ich rühmen immer, ohne Ende will ich dir danken. Jeden Tag, Gott, will ich dir danken, immer, ohne Ende will ich dich preisen. Ich will bekennen, der Herr ist mächtig, groß ist sein Ruhm, unermesslich ist seine Macht. Jede Generation soll es der Nächsten sagen, sie soll rühmen, was du vollbracht hast
und deine machtvollen Taten weitererzählen. Deine Pracht und Hoheit sollen alle rühmen und ich will stets an deine Wunder denken. Deine gewaltige Macht sollen sie verkünden und ich will erzählen von deinen Taten. Deine reiche Güte sollen sie rühmen und deine Treue laut besingen. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld. Seine Güte kennt keine Grenzen. Der Herr ist gut zu allen. Er erbarmt sich über alle seine Geschöpfe. So groß, sing mit mir. So groß ist der Herr, sing mit mir. So groß ist der Herr, ihn preisen wir. So groß ist der Herr, so groß. So groß ist der Herr, sing mit mir. So groß ist der Herr, ihn preisen wir. So groß ist der Herr. Noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Den König an. Komm und los!
bete den König an. Ja, wir haben es eben schon erwähnt. Wir sind mitten unterwegs in unserer Themenreihe Berufen zu folgen oder Jüngerschaft. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel, die trägt das große Überthema unterwegs. Und die heutige Predigt steht unter der Überschrift unterwegs, wohin? Fragezeichen. Und ich möchte euch einfach vor der Predigt noch kurz hineinnehmen, gedanklich, um auf dieses Thema hinzuführen. Und zwar ist es ein Erlebnis aus meiner Kindheit, was vielleicht viele von euch auch so ähnlich schon erlebt haben. Als ich klein war, haben meine Eltern und ich oft Urlaub gemacht in den österreichischen Bergen. Das ist ja eine wunderbare Landschaft dort. Und da sind wir mitunter auch mal aufgebrochen zu einer Bergwanderung. Natürlich haben wir vorher schon geguckt und das Ziel schon mal ins Visier gefasst, mit dem Fernglas schon mal geschaut. Ich nehme das mal gerade hoch. Ja, und haben schon mal geguckt, wo wir hin wollten und wie es da oben so aussieht. Und genau, an einem schönen Tag ging es dann halt irgendwann los. Wenn schönes Wetter vorhergesagt war, hatten wir entsprechend Wanderklamotten an und den Rucksack gepackt. Das sieht man auch hier. Wir haben hier einen Rucksack. Wir haben hier drüben schon ein entsprechendes Outfit. Also fühlt euch damit hineingenommen. Wir sind halt losgegangen. Und ja, erst war der Weg meistens noch so ganz weitläufig und bequem, da konnte man ganz gut laufen. Nachher wurde es dann oft, je nachdem, wo man war, schon etwas steiler und schwieriger. Da musste man jetzt schon aufpassen, dass man nicht irgendwie abrutscht. Ja, und dann das, was so Kinder natürlich immer ganz wichtig finden, die Frage, zum einen, wann sind wir denn da? Und das andere, wann machen wir denn endlich Pause? Das fand natürlich auch statt. Also es gab immer wieder auch Ruhepausen, wo man dann sich mal auf eine Bank gesetzt hat, einfach mal Rast gemacht hat, wo man mal den schönen Blick genießen konnte und die schöne Landschaft, wo man vielleicht mal ein Blumensträußchen aufpflücken konnte. Und dann ging es weiter. Unterwegs hat man vielleicht auch mit anderen Leuten mal gesprochen, andere Wanderer, hat sich ausgetauscht, ist ins Gespräch gekommen. Mittags haben wir dann immer Einkehr gehalten auf so einer Almhütte, dann haben wir da mal eine längere Rast gemacht, uns nochmal gestärkt und dann ging es weiter bergauf. Wenn wir dann Glück hatten, war manchmal auch irgendwie ein Sessellift oder eine Gondel, sodass der letzte Weg dann mitunter nicht mehr so beschwerlich war. Und irgendwann war es dann geschafft. Wir waren oben auf dem Berg und das war einfach beeindruckend. Das war wirklich toll. Wir konnten die wunderbare Landschaft genießen, ein herrliches Bergpanorama, einen herrlichen Weitblick und haben gestaunt über Gottes schöne Welt, über seine wirklich wunderbare Schöpfung. Und wir waren einfach glücklich, am Ziel angekommen zu sein. Und ja, wir haben es eben schon gesagt, als Christen sind wir ja auch unterwegs, auf dem Weg. Wir folgen Christus nach. Christus ist bei uns, neben uns, aber er geht auch vor uns her. Und Gabriel wird uns jetzt mit hineinnehmen in seiner Predigt, was es bedeutet, dass es, wie wichtig es ist, dass wir wissen, wohin wir gehen und was es mit dem Ziel unseres Glaubens und unseres Weges mit Jesus auf sich hat. Ich möchte gern vorher noch beten für Gabriel. Ja. Vater, danke, dass du jetzt da bist. Und wir bitten dich um deine Gegenwart, um dein Reden zu jedem Einzelnen von uns, jetzt hier und zu Hause, auch im Livestream natürlich. Und ich bitte dich einfach, nimm alles aus unserem Herzen und unserem Kopf heraus, was jetzt noch herumschwirrt, was uns ablenken will von dir. Lass uns ganz konzentriert sein, mach uns ganz weit offen für dich, was du uns zu sagen hast, Herr. Wir wollen auf dich hören, auf dein Reden. Herr, und ich bitte dich jetzt auch für Gabriel, fülle du ihn ganz mit deinem Geist, mit deiner Nähe und Gegenwart, mit deiner Ruhe und sprich du durch ihn zu uns, benutze ihn als dein Werkzeug und rede du zu uns und gib uns die Worte, die du für uns gedacht hast und die wir auf unserem Weg dir nach in unserer Nachfolge brauchen können. So segne du uns jetzt alle. Amen. Ja, danke dir.
Bist du schon einmal losgelaufen, ohne ein Ziel zu haben? Oder bist du schon mal in ein Auto gestiegen und einfach drauf losgefahren? Das kann man mal machen. Mir würde bei einem Unterwegssein ohne ein Ziel ein Ansporn fehlen. Ich wüsste gar nicht, warum soll ich denn jetzt überhaupt unterwegs sein? Was bringt mir das jetzt? Und die meisten Wege, die wir ja irgendwie gehen oder fahren, die haben ein Ziel. Wir sind unterwegs und wir, wenn wir den Weg dann nicht wissen, dann gucken wir auf eine Karte, suchen uns den Weg raus oder wir geben das in der Navi ein und fahren los. Und so ein Ziel, also mir gibt das Motivation. Da will ich hin, das will ich erreichen. Wenn ich zum Beispiel auch, wie jetzt Dagmar schon erwähnt hat, auf einer Wandertour unterwegs bin zu einem Gipfel, dann motiviert mich das, dass ich am Ende eine Aussicht haben kann. Und auch in der Nachfolge Jesu zum Ziel hin, da geht es um etwas. Es geht um das Ankommen in Gottes Reich. Darüber möchte ich heute predigen, was mich daran motiviert und möchte euch mitnehmen, dass ihr auch motiviert seid, dorthin zu gehen. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 12 bis 16. Ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen macht, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin auch die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns in keinem Fall wieder abbringen lassen. Paulus hat ein Ziel vor Augen. Paulus ist motiviert. Er setzt alle Mittel daran, um an dieses Ziel zu kommen. Das sagt er selbst. Er dreht sich nicht um, er schaut nicht nach hinten und er lässt das Alte hinter sich. Er ist geradewegs zum Ziel unterwegs, weil er ankommen will. Er will dorthin, dorthin, wo Gott ihn durch Christus berufen hat. Paulus spricht von der Nachfolge Jesu. Sie ist das Himmelreich, hat sie als Ziel. Und dazu fordert Paulus uns auch auf, dorthin zu gehen, dieses Ziel fokussiert anzustreben. Wir sollen uns davon nicht abbringen lassen. In unserem Leben sind wir unterwegs. Wir sind unterwegs zu alltäglichen Zielen, zum Beispiel auf die Arbeit. Wir sind auch unterwegs zu besonderen Zielen, zum Beispiel eine Geburtstagsfeier, aktuell vielleicht eher weniger, aber meistens ja doch gibt es auch besondere Ziele. Und wir haben eine Motivation, dort anzukommen, etwas zu erreichen. So ein Ziel erreichen wir nicht irgendwie. Wir müssen uns aufmachen, wir müssen uns dafür einsetzen, dort anzukommen. Mit Vorfreude bereite ich mich auf eine Wanderung vor. Ich suche mir den Weg raus, ich packe mir die richtigen Schuhe ein, die richtigen Klamotten, etwas zu essen. Und ähnlich ist es, wenn wir mit Jesus gemeinsam zum Ziel unterwegs sind. Das Ziel ist das ewige Himmelreich Gottes. Es ist die ewige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und Paulus, der nicht zurückschaut, ist motiviert unterwegs. Das zeigt sich darin. Mit ganzer Kraft, mit allem, was er hat, konzentriert er sich darauf. Er ist leidenschaftlich. Er ist zwar noch nicht angekommen, aber trotzdem, er ist leidenschaftlich. Er weiß, etwas wartet auf sich. Es ist sein persönliches Ziel. Und dazu lädt er uns ein, auch dass es unser persönliches Ziel ist, dorthin zu gehen. Er geht mutig voran mit diesem Ziel vor Augen.
Wahrscheinlich ist der Weg ihm auch nicht ganz bekannt. Aber das hält ihn nicht ab. Es spornt ihn an, weiterzugehen. Und auch uns ist der Weg manchmal unbekannt. Und wir können ihn nicht planen, wie zu einem Urlaubsziel hin, wo wir sagen, okay, da und da wollen wir langfahren. Wir gehen auf das Ziel zu, weil Jesus die Hand nach uns ausstreckt. Er beruft uns, in das Reich Gottes zu kommen. Jesus beruft uns, ihm nachzufolgen und stellt uns dieses wundervolle Erbe in Aussicht. So steht es auch in Epheser 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wundervolles Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Wir gehen auf das Ziel zu, weil wir von Jesus angesprochen sind. Jesus begegnet uns gnädig und großzügig. Er möchte mit uns gemeinsam unterwegs sein. Das heißt, er ruft dich zu Hause und er ruft mich hier vorne. Jesus empfängt uns mit offenen Armen und auch mit Freude. Er sehnt sich danach, eine Beziehung mit dir und mit mir zu haben, weil er uns liebt. Es liegt ihm etwas daran. Dafür gibt Jesus sich auch hin. Er gibt sich für diese, das ist für ihn ein Ziel, er gibt sich dafür hin, mit uns eine Beziehung zu haben. Und er möchte sein Erbe mit uns teilen. Wir gehen auf das Ziel zu, weil dort auch ein unglaublich großer Siegespreis auf uns wartet. Jesus beruft uns dorthin nachzufolgen und das gibt uns Hoffnung. Hoffnung auf diesen Siegespreis, auf dieses Erbe, was so groß ist, dass wir zu seinem heiligen Volk gehören dürfen. Wir gehören zu Gott. Wir dürfen das entdecken und dass wir auch dann, dass es dann noch nicht zu Ende ist. Es geht dann noch weiter. Dann fängt das Leben erst richtig an in Gottes Reich. Da kommt noch so viel. Am Ziel angekommen sind wir in dieser ewigen Gemeinschaft. Wir sind mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist zusammen. Wir haben auch jetzt schon Gemeinschaft hier auf der Erde mit Jesus. Wir sind auch jetzt schon Gottes Kinder. Wir bauen auch jetzt schon das Reich mit Gott. Aber dort im Himmelreich bei Gott, das wird noch viel cooler, das wird noch viel krasser. Das ist einfach unbeschreiblich, weil uns nichts mehr von Gott trennt. Und dort können wir auch verstehen und erkennen, wer Gott ist, wie mächtig er ist und wie herrlich. Mich macht das hellhörig, dieses Ziel anzustreben. Das muss sich doch irgendwie lohnen, dorthin zu laufen, weil Gott mir so unglaublich viel schenken möchte. Ganz ehrlich, ich kann das nicht in Worten ausdrücken. Und gerade das macht es für mich so reizvoll, weil es mich so überwältigt. In einem Gleichnis hat Jesus das sehr schön bildlich erklärt. Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte diese eine Perle. Jesus gibt seinen Zuhörern hier einen Ausblick auf das Himmelreich. Er vergleicht es mit einer Perle, mit einem Schatz. Und das muss ja eine Perle sein, ein Schatz sein, der extrem schön ist, der besonders ist, dass Jesus das mit dem Himmelreich vergleicht. Jesus weiß ja, was dieses Himmelreich bedeutet bei Gott. Das lehrt er uns. Das ist diese Perle, dieser Schatz, das ist wie ein Ziel. Und diese Männer im Gleichnis wissen das. Ihnen bleibt einfach nichts mehr anderes übrig. Sie müssen einfach alles verkaufen, damit sie diese
Perle, diesen Schatz bekommen. Sie setzen alles ein, was ihr Leben ausmacht, nur um dieses eine Werkstück zu besitzen. Sie streben motiviert das Ziel an. Ich finde das sehr beeindruckend, sich so für etwas hinzugeben. Aber was bringt das diesen Männern? Was bringt es, sich diese Perle, diesen Schatz anzueignen? Sie haben etwas Kostbares erkannt. Es ist Hingabe, die sie zum Verkauf von ihrem Besitz bringt. Weil sie wissen, sie gewinnen etwas. Sie gewinnen viel mehr als das, was sie vorher haben. Das macht sie glücklich, das macht sie stolz. So ist es mit dem Ziel, zu dem Jesus uns beruft. Paulus erinnert uns, das Ziel mit aller Kraft und Leidenschaft anzustreben, dorthin zu gehen und nicht zurückzuschauen. Das Himmelreich ist so ein Schatz, so eine Perle, so ein Ziel. Es ist unglaublich wertvoll. Es ist viel wertvoller als die Schätze, die wir hier auf dieser Erde haben. Es ist unvorstellbar kostbar, dass wir es nicht mit keinem Geld der Welt bezahlen können. Dieses Ziel ist so wertvoll. Wir können es nur erreichen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir unser Altes hinter uns lassen, wenn wir aufgeben, was uns ausmacht. Unsere Beziehung zu Jesus, das ist die Perle. Wir geben alles auf, um dorthin zu kommen, um bei Gott anzukommen. Wie Paulus lassen wir unser Leben hinter uns und streben in der Nachfolge Jesus nach. Wir bekommen ein neues Leben und dieses neue Leben hilft uns, das Ziel vor Augen zu behalten, weil Jesus nun unser Leben, unser Herz gehört. Jesus öffnet uns die Augen, diesen Schatz im Himmelreich zu erkennen oder zumindest zu erahnen. Er möchte uns für dieses Ziel begeistern. Er möchte mit uns gehen und er macht uns diese Nachfolge, diesen Schatz im Ziel ganz schön schmackhaft. Jesus nachzufolgen lohnt sich. Das dürfen wir schon jetzt erleben, aber auch später. Im Himmelreich wird es noch viel eindeutiger für uns sein, dass wir dieses Erleben haben. Und wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, ich kann gar nicht mehr anders, als dahin zu laufen. Ich kann gar nicht anders, als zu diesem Ziel hinzulaufen, weil es so verlockend ist für mich. Es wartet ein großer Schatz auf mich, wo ich mir denke, den will ich haben. Und in unserer Nachfolge begreifen wir immer mehr von Gott, weil wir so bewegt sind. Es ist also wie auf dieser Wanderung zum Gipfel. Wir gehen hoch und dann gibt es zwischendurch die Aussichtspunkte, in denen wir nach unten schauen können auf diese weite Landschaft und vielleicht auch mal einen Blick auf den Gipfel erhaschen. Und wir gehen weiter und haben diese Erfolgsmomente an den Aussichtspunkten und dann stehen da noch Wegweiser, die sagen, ja, da geht's lang, wie lange es noch geht. Mir macht das Motivation, weiterzugehen. Und dann komme ich oben an, dann sehe ich diese gigantische Aussicht und das ist einfach nur noch verblüffend. Und oben angekommen, verstehe ich, wie schön die Aussicht ist. Der Weg zum Gipfel, zum Ziel, zu Gott wird sich lohnen. Es wird nicht immer einfach sein, aber es wird sich lohnen. Nun leben wir hier auf der Erde noch und sind noch nicht ganz am Ziel angekommen. Wir haben noch Zwischenziele auf der Erde, die wir anstreben dürfen. Manche setzen wir uns und manche gibt uns Jesus quasi als eine Aufgabe, die wir tun sollen. Und diese Aufgaben, die stehen auch in Verbindung mit dem Reich Gottes. Sie sind Teil unseres Lebens. Ich habe mir auch schon Ziele gesetzt, die ich mir unbedingt erreichen wollte. Unter anderem, als ich in der Ausbildung zum Erzieher war, konnte ich mir ein Ziel erfüllen. Ich habe schon lange als Teenager darauf hingefiebert, endlich ein eigenes Auto zu haben. Es hat mir so viel bedeutet, ich habe dafür gespart. Und dann war es endlich soweit. Das Auto müsste günstig sein, weil ich es selbst bezahlen wollte. Ich wollte vor Stolz sagen, ich habe es mir selbst geleistet.
Und es war mir etwas wert, all dieses Ersparte aufzugeben. Und ich war voll Freude erfüllt, endlich alleine mobil zu sein, ohne ständig das Auto von meinen Eltern ausleihen zu müssen. Ich hatte Leidenschaft dafür. Was will ich damit sagen? Wenn uns etwas wert ist, dann geben wir uns dafür hin. Dann haben wir dafür eine Leidenschaft und wir tun fast alles, um das zu erreichen. Diesen wertvollen Schatz zu gewinnen. Und wir dürfen das auch. Wir bekommen von Gott für so etwas Leidenschaft. Das ist Leben. Das gehört dazu. Gott setzt uns aber auch immer wieder Zwischenziele in unserer Nachfolge, in unserer Beziehung zu ihm. Gott möchte uns gebrauchen, an bestimmten Orten, in bestimmten Situationen, für bestimmte Personen. Zu diesen Zwischenzielen führt er uns und möchte dort unsere Persönlichkeit prägen und auch unsere Beziehung zu ihm wachsen lassen. Damit wir so etwas wie kleine Aussichten auf das Ziel bekommen, damit wir Gott mehr verstehen können, damit wir ihm näher kommen können. Ich denke, Jesus fordert uns auch sehr klar dazu auf, mit unsere Mitmenschen mitzunehmen, sie zu begleiten auf dem Weg zum Ziel. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Nochmal, Jesus fordert uns auf und beruft uns, unsere Mitmenschen mitzunehmen. Wir sollen sie zu Jüngern machen, zu Nachfolgern Jesu. Und wenn sie schon Jünger sind, wenn sie schon Jesus nachfolgen, dann ist es vielleicht auch einfach dran, sie zu begleiten, sie mitzunehmen, für sie da zu sein. Für unsere Kinder, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen. Dafür gibt Gott uns auch so Aussichtspunkte mit so einer Bank. Dort haben wir Zeit, uns für unsere Mitmenschen zu investieren. Dort haben wir Zeit, konkret auf etwas einzugehen. Zum Beispiel, dass wir unsere Familienmitglieder pflegen, wenn sie erkrankt sind. Oder einen Freund in einer schweren Situation beistehen. Oder ihm selbst zu einem Zwischenziel zu helfen. Jesus möchte dir die Augen öffnen für so ein Zwischenziel. Und mit so einem weiten Blick können wir dann unser Umfeld sehen. Wir können wahrnehmen, was hier ist, was da für Zwischenziele sind, die er uns bereitstellt. Manchmal erkennen wir sie nicht und erkennen erst später, dass Gott es war, der uns so ein Zwischenziel gegeben hat, was uns irgendwie lange auch ein Rätsel war. Warum war das jetzt? Sie sind auch Teil der Nachfolge Jesu. Vor einigen Jahren habe ich einer Freundin von meiner Familie bei Hausarbeiten geholfen. Sie ist keine Deutschmuttersprachlerin und hat mich darum um Hilfe gebeten. Ich hatte Zeit, habe das gemacht und habe aber nicht erkannt, dass Gott mich hier gebraucht. Und erst später habe ich gemerkt, das war Gott. Er hat mich in dieser Situation ihr zur Seite gestellt, mir diese Zeit für sie gegeben und dass sie unterstützt wird, dass sie das schafft, was sie schaffen möchte. Und ich habe gelernt, wie wertvoll es ist, Menschen zu unterstützen, für sie da zu sein und diese Zwischenziele auch wahrzunehmen. Es war für mich auch eine Aussicht auf ein nächstes Zwischenziel, eine Aussicht auf das Ziel bei Gott. Es hat mich motiviert, weiterzugehen, weil wir beide damit einen Erfolg auch erlebt hatten. Unterwegs sein zu Jesus lohnt sich. Unterwegs zu den Zwischenzielen bekommen wir schon etwas geschenkt. Wir verstehen und erkennen Gott, dass er uns liebt, dass er uns nahe ist, dass er uns gnädig ist. Er gibt uns Aussicht. Und in dieser Stelle, in Matthäus 28, spricht auch Jesus uns etwas zu. Er macht uns Mut, dass er jeden Tag bei uns ist.
im Anstreben des Ziels, zu den Aussichtspunkten, zu dem Ziel. Und ich merke, Gott spricht uns da, Jesus spricht uns da eine Fähigkeit zu. Er befähigt uns, weiterzugehen, zum Ziel anzustreben. Er befähigt uns, ihm nachzufolgen, ihm nachzujagen, um das zu erreichen, bis wir ankommen am Ziel und auch ein Stück von dem abbekommen, was dieses Ziel bedeutet. Nun leben wir in dieser Welt und haben auch Verpflichtungen. Verpflichtungen im Job für unsere Familie, die wir mit Essen versorgen, unsere Wohnung, die wir bezahlen müssen. Wir haben den einen oder anderen Schatz auf dieser Erde, wie ich zum Beispiel damals mein Auto. Jesus fordert uns auf, dass wir das alles aufgeben sollen, wie die Männer im Gleichnis sich komplett hingegeben haben. Sie haben alles aufgegeben, um ihren Schatz zu bekommen. Und wir sollen unser Leben mit unseren Schätzen dafür aufgeben. Ich komme da ins Grübeln. Wie? Jetzt alles aufgeben, meine Familie verlassen, mein Auto verkaufen? Nicht ganz. Manche Dinge haben wir und wir brauchen diese Dinge. Die machen was aus von uns. Die gehören zu uns. Wir können es auch nicht einfach aufgeben. Wir müssen das auch nicht. Wir haben sie uns verdient und Gott hat sie uns ja irgendwie auch ermöglicht. Gott möchte uns mit diesen Dingen auch gebrauchen. Gott möchte uns auch mit unseren Freunden und mit unseren Familien oder für sie gebrauchen. Dafür haben wir sie. Jesus fordert uns aber mit größter Priorität, ihn als erstes Ziel anzustreben. Ganz weit oben. Da soll dieses Ziel sein. Die anderen Ziele sind drumherum oder auf dem Weg irgendwie dahin verteilt. Ganz auf das Ziel Jesu sollen wir uns konzentrieren. Ganz drauf fokussieren. Wir sollen alles dafür tun, um das zu erreichen. Mit unserem ganzen Leben nachzufolgen, das Ziel zu erreichen, davon hat Lothar auch letzte Woche gesprochen. Das geht oft gar nicht so einfach, dieses Ganz für Jesus. Aber es gibt auch eben diese Zwischenziele, wo wir denken, wenn wir ganz Jesus nachfolgen wollen, das kommt mir irgendwie gerade wie so ein Hindernis vor. Und Gott möchte aber nicht, dass uns das abhält, also unsere Ziele und die Zwischenziele, die er uns stellt, dass die uns nicht abhalten von seinem Reich. Sondern sie sollen uns eher hinleiten zu ihm, zu seinem Reich, damit wir weitergehen können und fokussiert, damit wir eine Hoffnung, eine Motivation bekommen, weiterzugehen. Und manchmal fordern mich diese Zwischenziele auch heraus und ich denke so, nee Gott, was soll das denn jetzt? Ich würde am liebsten da lang gehen oder vom Berg wieder runtersteigen, weil ich denke, nö, ich habe keinen Bock. Und Jona ist vielleicht so ein Beispiel aus der Bibel. Gott beruft ihn dazu, nach Ninive zu gehen, den Menschen von Gott zu erzählen, weil sie ungehorsam sind und dass sie anfangen zu leben, wie Gott es möchte. Jona hat dazu keine Lust. Er geht auf ein Schiff, das in eine andere Richtung fährt und Gott schickt einen Sturm. Dann werfen die Männer ein Los auf dem Schiff, dass Jona von dem Boot heruntergeworfen wird, weil sie glauben, dass die Götter dann diesen Sturm besänftigen werden. Und tatsächlich, Jona fliegt von Bord, der Sturm hört auf, Jona wird von einem Walfisch verschluckt und erkennt dann dort im Bauch des Walfisches, wie gut es doch ist, eigentlich auf Gott zu hören, dass Gottes Plan doch manchmal gar nicht so falsch ist. Er wird an Land gespuckt und geht nach Ninive. Er tut das, was Gott von ihm möchte und merkt, das war richtig. Manchmal merke ich das auch, das war richtig, Gott zu folgen, auch wenn ein anderer Weg mir irgendwie richtig oder besser erscheint. Er zeigt Jona das auf sehr ungewöhnliche Weise, diesen Weg zu gehen, den er für ihn bereitet hat und gibt ihm Mut. Gott ist ihm treu, Gott ist uns treu und er holt uns auf diesen Weg zurück,
Ich denke mal, ohne Walfisch, also wir werden jetzt nicht irgendwie von einem Walfisch verschluckt oder so, aber vielleicht durch ein Ereignis oder durch eine Person, der wir begegnen. Und manchmal sind es auch Schwierigkeiten, die uns aufhalten, wie eine Prüfung in der Schule, in der Uni, ein gebrochener Arm, eine Herausforderung im Job. Jesus holt uns da raus, er geht mit uns da durch, er begleitet uns, er gibt uns Kraft. Er stellt uns das Ziel neu vor Augen und führt uns voran, dass wir weitergehen, dieses Hindernis zu überwinden und ankommen. Jesus ist unser Begleiter zum Ziel. Er hilft uns weiterzugehen und nicht hängen zu bleiben, nicht aufzugeben und am Ziel anzukommen. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann dürfen wir uns freuen wie ein Honigkuchenpferd. Der Siegespreis ist wertvoller als alles andere auf der Welt. Und jeder, der dem Ziel nachjagt, kann diesen unglaublichen Siegespreis gewinnen. Ich komme zum Schluss. Habe das Ziel leidenschaftlich vor Augen, weil sich der Gewinn zum Ziel lohnt. Jesus motiviert uns, das Ziel als unseren Schatz anzustreben. Sei bereit für diese Zwischenziele, die Jesus dir gibt. Sie bringen dich voran, sie geben dir eine Aussicht. Lass dich nicht entmutigen, sondern lauf weiter. Lauf weiter dem Ziel entgegen. Jesus begleitet dich und gibt dir dafür Kraft. Ich möchte beten und wenn du magst, kannst du das für dich auch mitbeten. Ich danke dir, Jesus, dass du uns mit der Nachfolge ein Ziel gibst, das uns motiviert, dir weiter zu folgen, weiter zu laufen auf das hin, was du bereitet hast. Ich danke dir, dass du uns auch Zwischenziele gibst, die du uns stellst. Lehre uns, diese Zwischenziele zu erkennen. Gib mir einen offenen Blick dafür, zu erkennen, was das heißt. Schenk mir Mut und Nachfolge, dir zu vertrauen auf diesem Weg, zu diesen Zielen hin. Lass uns dich erleben, und führe du uns voran, schenk uns immer wieder neue Kraft und auch Freude darauf, dass wir andere Menschen mitnehmen, dass wir begeistert sind. Schenke du das mir und schenke du das allen Zuhörern, Gott. Lass sie das erleben, lass mich das erleben. Bitte dich um deinen Geist, der uns darin leitet. Amen. Christ is enough heißt das Lied, was wir singen wollen. Ich persönlich kannte es vorher noch nicht. Christus, Jesus ist genug. Alles, was ich brauche, ist in ihm, heißt es im Refrain. Das ist jetzt weniger eine Einladung an dich, sondern vielmehr die Aufforderung, vielleicht dich jetzt nochmal hinzusetzen, hinzustellen. Es bewusst zu machen und zu bekennen, Christus, du bist genug. Dich daran zurückzuerinnern, wann du mal diese Entscheidung getroffen hast. Dieser Bridge heißt es, I have decided, ich habe es mal entschieden. Oder ich habe mich entschieden, dir nachzufolgen. Im Alltag geht mir das schon mal verloren. Vielleicht geht das dir auch so. Aber dieser Schatz, den wir haben, ist Jesus Christus. Es lohnt sich, diesem Schatz nachzujagen. Vielleicht hast du dich schon mal entschieden. Weil vielleicht stehst du auch an der Schwelle, es zu tun. Christus ist genug. Ich glaube jetzt schon so lange an Jesus und ich habe es keinen Tag bereut. Geh auf die Suche nach diesem Schatz. Und du wirst ihn finden. Christus ist genug. Christ is enough. Nothing in this world that would ever satisfy. Through every
every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, and the joy of my salvation. And this soul will never fade. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided, follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough. Amen dazu. Das wünsche ich uns, jedem Einzelnen, dass wir das aus tiefstem Herzen sagen können. Jesus, Jesus ist genug für mich. Das füllt alles aus und das reicht mir für mein Leben. Ich habe mich entschieden und ich gucke vorwärts, ich gehe weiter mit Jesus. Und ich wünsche uns das wirklich sehr von Herzen. Vielen Dank euch.
Es war richtig schwer, nicht mitzusingen zu Hause im Livestream. Ihr habt es besser, ihr konntet richtig voll Power mitsingen, wenn ihr das wolltet. Und ja, wir haben innerlich mitgesungen. Vielen Dank. Ja, und jetzt müssen wir die Kurve kriegen zu einigen Informationen aus dem Gemeindeleben. Eben Informationen sind wie jede Woche in der Sonntagspost. Per Mail wird die ja verteilt, aber eben auch in dem Gemeindebrief. Der ist jetzt auch wieder neu vorhanden, die neue Version, die dann bis Juli geht. Ihr seid herzlich eingeladen, euch da über die aktuellen Situationen zu informieren. In der Gemeinde sind derzeit alle Präsenzveranstaltungen ausgesetzt, auch der Gottesdienst. Das gilt erstmal jetzt bis 9. Mai, also keine Veranstaltungen hier vor Ort bis 9. Mai. Ja, all das, was hier gemacht wird, kostet auch Geld. Und deshalb sind alle, die jetzt zuschauen, herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Es wird eingeblendet unsere Bankverbindung von der Gemeinde, aber eben auch die Möglichkeit, über PayPal zu spenden. Herzlichen Dank an alle Spender. Dann, wofür es verwendet wird, könnt ihr gerade live mitbeobachten. Geburtstage gab es auch in der letzten Woche. Da möchten wir ganz herzlich gratulieren. Erstmal vorangestellt, einen ganz besonderen Geburtstag gab es am 20. April, wurde die kleine Nele geboren. Das ist die Tochter von Lisa und Timo Schuller. Wir freuen uns wie verrückt mit euch. Das ist wunderbar und wir gratulieren euch von ganzem Herzen und wünschen euch alles Gute und Gottes Segen und auch ein gutes Einleben jetzt in diese neue Familiensituation. Gott sei mit euch. Ja, aber gratulieren möchten wir auch allen anderen Geburtstagskindern. Und ich habe einen Vers dazu ausgesucht, der mir in letzter Zeit öfter begegnet ist. Ich habe viele Bibelverse wahrgenommen, wo es immer wieder hieß, fürchte dich nicht. Und ich dachte gerade in der gegenwärtigen Situation, wo uns vieles reglementiert und einschränkt und uns Sorgen macht, ist das ein wunderbarer Vers. Er steht in Jesaja 41, es ist der Vers 10. Dort heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Das wünschen wir euch Geburtstagskindern, dass ihr das im neuen Lebensjahr auch erlebt. Egal wie die Situation ist und wie schwierig, Gott ist bei euch, er geht mit euch und lässt euch nie alleine. Gott segne euch. Ja, und es findet auch wieder ein Orientierungstag statt, am 29. Mai von 10 bis 16 Uhr. Das wird übrigens nochmal im Abspann auch zu sehen sein, wer jetzt das nicht so schnell mitbekommt. Dieser Orientierungstag ist für alle, die mehr über die Gemeinde wissen wollen, die über die Gemeindemitgliedschaft nachdenken, aber auch welche, die sich vielleicht taufen lassen wollen. Und ihr könnt dann gerne auf den Lothar per Telefon zugehen oder auch auf der Webseite der Gemeinde. Dort ist übrigens auch die Telefonnummer zu finden. Dort könnt ihr euch anmelden und ja, gerne mitmachen. Seid herzlich eingeladen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und ja, bitte euch zu Hause dazu aufzustehen, wenn das möglich ist. Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns ein Ziel gibst, dass wir nicht irgendwo hinterherlaufen hinter irgendwelchen Sachen, die es hier auf der Welt alle gibt. Da gibt es tolle, verlockende Dinge, aber du hast ein Ziel. Ja, das ist ja ein Schatz im Himmel, was der Gabriel gesagt hat. Herr, mach uns immer wieder bewusst, dass es nicht darum geht, was hier zu erreichen ist, sondern dir nachzufolgen. Und ja, zeig uns auch immer wieder, wo wir das auch anderen zeigen können und sollen, Herr. Ich bitte dich darum. Du siehst auch, dass es gerade jetzt in der Zeit mit Corona sehr viele entweder gesundheitlich selbst direkt erwischt hat, aber auch viele, die dann eben pflegen, die in Krankenhäusern arbeiten, auf Intensivstationen. Da ist ja wirklich Not am Mann und an der Frau, Herr. Ich bitte dich, gib du denen Kraft und auch Durchhaltevermögen und ja auch Einsicht bei anderen, dass sie da nicht unnötig gefährden, Herr. Ich bitte dich um Segen für uns hier in Dillenburg, aber auch für alle in Deutschland und auf der Welt, Herr. Du kannst da etwas gegen tun, du kannst uns helfen. Und darum bitte ich dich. Amen.
Ja, nächste Woche werden wir auch wieder nur in Anführungsstrichen einen Livestream-Gottesdienst erleben, aber immerhin. Ich freue mich darauf, dass der Danilo Vollmer dann predigen wird. Nicht ohne vorher auch noch den Mitwirkenden gedankt zu haben, besonders heute der Technik. Am Anfang haben wir es leider ein bisschen gemerkt. Ihr dürft alle mal zu Hause ganz laut klatschen, denn die haben wirklich heute einiges durchgemacht. Ich hoffe, man konnte das Klatschen hier auch hören übers Mikrofon. Ja, vielen Dank. Aber eben, es haben auch viele andere mitgemacht und auch denen mein herzlicher Dank. Ich habe vorhin bei den Zwischenzielen daran gedacht, wo Gabriel davon sprach. Mein Zwischenziel gemeintlich ist jetzt erstmal, irgendwie es zu schaffen, in den Herbst zu kommen. Ich habe gehört, da soll es ein Willkommens- oder Wiedereröffnungsfest oder wie auch immer geben. Und ich habe heute Morgen daran gedacht, ich freue mich mega, wenn wir einfach ganz normal hier Gottesdienst feiern, wenn der Saal rappelvoll ist, wenn wir hier stehen, wenn wir singen dürfen, wenn wir uns unsere Geschwister umarmen können, wenn wir miteinander reden können, ohne Maske dann hoffentlich. Und ich möchte uns einfach Mut machen zu sagen, okay, diese Zwischenzeit bis dahin, bis zu dem Ziel, schaffen wir auch noch. Wir halt packen das mit Gottes Hilfe und irgendwann gibt es hier wieder ganz normalen Gottesdienst. Es wird auch eine Zeit nach Corona geben und lasst uns das einfach auch im Auge behalten und da nicht den Mut verlieren. Eine andere Sache ist mir noch aufgefallen, deshalb steht auch nochmal das Fernglas hier. Ich wünsche uns einfach für die nächste Zeit, dass wir ganz bewusst dieses Ziel bei Gott zu sein, in seinem ewigen Reich, dass wir das ins Auge fassen können. Und mir ist in der Vorbereitung auch hier für diesen Gottesdienst in den Gesprächen klar geworden wieder, lasst uns gerne auch das Gespräch darüber suchen, insbesondere auch mit unseren älteren Geschwistern. Ich möchte euch da Mut machen. Die haben so einen riesen Schatz an Erfahrung. Die sind schon so lange unterwegs mit Jesus. Die haben so viele Höhen und Tiefen erlebt und sind immer noch dabei. Und die sind dem Ziel schon ein ganzes Stück näher. Die gucken schon fast durchs Schlüsselloch manchmal da drauf. Und unterhaltet euch mit denen und lasst euch von diesem Schatz an Erfahrungen was weitergeben und euch auch mit hineinnehmen in diese Perspektive. Das finde ich total mutmachend, wenn man erlebt, wie selbstverständlich die davon reden und sagen, klar, ich gehe heim zum Herrn, dann bin ich bei Gott, ich bin daheim dann bei Jesus. Und ja, das ist ermutigend und ich kann euch einfach nur Mut machen dazu. Sucht das Gespräch. Wenn ihr es nicht persönlich jetzt direkt im Besuch machen könnt, dann ruft doch einfach an. Es gibt da auch Möglichkeiten, einfach in Kontakt zu kommen. Ja, und jetzt möchte ich uns noch den Segen zusprechen und wenn es geht, möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Du bist nicht allein. Sei gesegnet. Auch wenn dein Weg unbegehbar scheint, mit Gott ist er zu schaffen. Sei gesegnet, auch wenn dein Tag dunkel ist, denn Gott bringt Licht ins Leben. Sei gesegnet, auch wenn dein Ziel unerreichbar scheint, Gott führt dich täglich in kleinen Schritten weiter. Sei gesegnet, auch wenn dein Nächster fern ist, durch Gott seid ihr verbunden. Sei gesegnet, auch wenn dein Leben begrenzt ist. Gott schenkt dir Zukunft heute und in Ewigkeit. So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen allen eine gesegnete Woche und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.